Servus Leute, willkommen zurück zu Danganronpa 2. Good Buddies Pair. Osoma ist auch wieder da. Hi. Ja, größentechnisch Fenster habe ich mal geguckt, weil ich habe gestern das Silvester-Special gemacht und irgendwie sind mindestens drei Teile des Specials von Danganronpa 2. Ja, tja, also ich würde mal sagen, das Spiel ist sehr... Ja, einmal, wo Ibuki die Tür kaputt gemacht hat, einmal das Konzert mit ihr. Wobei einmal, wo sie die Einladung gemacht hat, dann einmal Sonjas Sparkling Justice. Ich war mir ehrlich zu sein zu faul, alle Videos durchzugucken, weil von The Witcher 3 habe ich einen Ausschnitt, dann Mega Man Zero 2, Super Metroid, Pokémon Kristall, Wario Land, Tales of Vesperia. Das habe ich übrigens heute aufgenommen. Geil. Und ich sag dir, was los war. Gestern war ja mein Bruder da und der hat mit einem einzigen Faustschlag, ich war wohl angemerkt, ich war im Zimmer drin und ich hatte abgeschlossen, weil ich sperre immer ab, wenn ich im Zimmer bin, aber mit einem Faustschlag hat er die Tür aus dem Türrahmen rausgeboxt und den Türrahmen kaputt gemacht. Und weißt du, was der Hast Grund... Hast du, glaube ich, erzählt. Und weißt du, was der Grund war? Ich weiß, was der Grund war, ja. Weil ich die Toilettenschüssel seiner Meinung nach nicht anständig geputzt habe. Dabei habe ich ihm zuvor gesagt, dass wir keine Säure haben und ich sie nicht anständig putzen kann. Und er hat alle meine Sachen vom Balkon geworfen. Hast du auch erzählt. Und mein Prospan ging kaputt, aber... Naja. Und mit sowas muss ich zusammenleben. Mehr oder weniger. Aber das Gute ist, wir haben uns mit unserem Makler in Verbindung gesetzt, oder besser gesagt mit unserem Kontaktmann. Ich weiß jetzt nicht, ob er wirklich Makler ist oder nicht, aber ich nehme es mal an. Und er hat Verbindungen zu mehreren Banken. Und ich habe logischerweise eine Vorbeschäftigte, also eine fest angesetzte Arbeitszeit, die man eben haben muss für einen Kredit, also 7 Monate, und eine Vorbeschäftigungszeit habe ich und mein Verdienst passt und ich hätte eben noch zusätzliche Einnahmen. Und der meinte, ja, ist kein Problem, da kann man definitiv was machen. Und weil wir schon was angespart haben, meinte er auch, ja, das ist ein gutes Polster. Und jetzt werden wir uns morgen mit, nicht mit unseren Nachbarn, aber quasi nur ein bisschen weiter, also 1-2 Straßen weg, da wird auch ein Haus verkauft und mit dem werden wir uns mal in Verbindung setzen. Und wenn das alles passt, dann wird das eventuell mein Haus werden. Wahrscheinlich nicht mehr dieses Jahr, aber es wäre so geil. Dann habe ich diesen ganzen Scheiß endlich hinter mir. Stopp! Achso, das bist ja du. Ja, ja. Ich glaube, das hatten wir schon gelesen. Ja, ich muss mein Handy hier mal weglegen. Stopp! Und ich habe geile Geschenke bekommen. Weihnachtsgeschenke. Zwar nur praktische, aber sie sind gut, weil von meinem Nachbarn habe ich einen 50€ Gutschein von Lidl bekommen, also dass ich einkaufen kann. Von meinen Eltern habe ich eine ärmellose Jacke bekommen, also so eine, wie ich schon besitze, nur eben ist diese mit einem Akku bestückt, also sprich, sie ist innen beheizbar. Das ist ja geil. Für die Arbeit, wenn ich im Lager unterwegs bin, ist das perfekt. Und noch was habe ich bekommen. Was war denn das letzte? Achso, ein 100er. Ja, das ist 100€. Das ist aber super, weil das kann ich gut nutzen. Also eher praktische Weihnachten. Eine Szene hier zu machen, wird uns einfach nur hungriger machen. Also lasst uns etwas uns einfach nur beruhigen. Du hast recht. Selbst wenn ihr Leute kämpft in dieser Situation, wird sich die Situation nicht ändern. Und ich habe es jetzt schon mehrfach in Xenoblade angesprochen, aber hier auch nochmal. Der Hype nach Danganronpa, das ist zu groß. Ich kann dem nicht widerstehen. Vor allem, das ist so schlimm, weil ich habe Bock auf dieses Spiel und ich habe Bock auf den dritten Teil. Und ich will dieses Spiel hier nicht durchrushen, weil es gefällt mir richtig gut. Aber ich will einfach weit... Also, ich will schon mal vorgucken, was der dritte Teil noch so zu bieten hat und
Wenn ich keines der beiden Spiele aufnehmen kann, dann muss ich den Hype auf Xenoblade verschieben. Und da das Spiel mindestens genauso gut ist wie das hier, komme ich auf so einen Hype einfach nicht raus. Ich habe bei beiden Spielen gerade unglaublich viel Spaß. Das ist so genial. Habe ich schon Vorrat bis zum Gehtnichtmehr. Warten darauf zu sterben von unausweichlichem Verhungern oder warten darauf, dass jemand uns tötet, bevor das passiert. Egal, wie man es betrachtet, es ist eine definitiv schwierige Situation. Was ist wahre Hoffnung? Ich werde einfach dem folgen, was alle anderen entscheiden. Super. Du hast einen eigenen Willen, Nagito. Eigentlich überhaupt nicht, aber. Aber wenn ihr entscheiden wollt, dann solltet ihr euch beeilen. Denn je länger wir warten, desto näher kommen wir in den Tod heran. Dieses Gespräch endete hier. Es sieht so aus, als ob niemand irgendwie noch Energie hätte, um weiterzureden oder zu diskutieren. Ja, argumentieren. Ist eine Argumentation dasselbe wie eine Diskussion, oder? Nein. Eine Argumentation ist praktisch deine Aussage, die du begründest, beziehungsweise zu begründen versuchst. Eine Diskussion ist ja das komplette Gespräch. Also mehrere Argumentationen. Genau. Argumentationen, die aufeinander prallen und mit denen du halt, bei denen du halt verstehst, den anderen zu überzeugen, beziehungsweise zu verstehen. Ich bin für sowas nicht gemacht. Ich gebe meistens nach. Einfach zu noch ein Motto, der Klügere gibt nach. Ja, das hat ja nichts damit zu tun. Ich glaube, was du halt immer noch problematisch siehst, ist, dass du den Unterschied zwischen Diskussion und Streit nicht erkennst. Ja, weil es nun mal leider bei mir fast immer so war, dass eine Diskussion einen Streit geendet hat. Tja, dann hast du nur mit Leuten geredet oder hast du nur Leute reden hören, die halt es nicht schaffen, eine vernünftige Diskussion zu führen, Ja, offensichtlich. anstatt zu streiten. Ich meine, das, was wir jetzt machen, ist ja auch eine Diskussion, bloß in einer anderen Form. Das nennt sich Let's Play. Ja, ich weiß, was du Ich meinst. meine, eine Unterhaltung ist auch eine Form einer Diskussion. Aber eins muss ich noch sagen, weil ich habe nicht mal aus Scherz, das war ernst gemeint, habe ich meinem Bruder vorgeschlagen, ja, vielleicht sollte er sich ein Hobby zulegen, wie Yoga oder so. Und naja, kannst dir ja denken, wie er reagiert hat. Er hat schon wieder irgendwas durch die Gegend geworfen. Er kann froh sein, dass er die Pflanze meiner Mutter am Leben gelassen hat, sonst hätte ich ihn vom Balkon geworfen und nicht so wie er meine Sachen. Waren ja zum Glück nur Klamotten und die können ja nicht kaputt werden, vor allem wenn sie im Schnee landen. Musste ich eben nochmal waschen, aber das ist das wenigste Problem. Ich fühle mich ein bisschen schwindelig, aber I'm just standing. Ich stehe einfach nur. Achso, das meint er, ja. Ich stehe einfach nur, aber ich fühle mich schwindlig. Mein Balance-Sinn. Balanceakt? Nee, Gleichgewicht. Mein Gleichgewicht ist gestört, außer Kraft. Okay. Es fühlt sich an wie in einem schaukelnden Boot oder so ähnlich. Rocking ist ja schaukeln. Ja, es geht doch schon darum. Das ist schon richtig. Das bedeutet nicht, ich soll mich zusammenreißen. Wenn ich es so belasse, dann wird irgendwas Schlechtes passieren. Es ist nicht so, dass ich wegen irgendetwas besorgt wäre. Ich sollte vielleicht mich auf den Weg machen, um zu sehen, wie es den anderen so geht. Und ich habe natürlich, weil ich ja das Silvester-Special gemacht habe, mehrere meiner Videos durchsucht und logischerweise auch Danganronpa und Danganronpa 1, was ich auch ziemlich geil finde. Und ich habe eine ganz böse Vermutung, ich weiß zu 99%, wer das nächste Opfer wird. Ach ja. Einfach aufgrund dessen, so wie das Spiel hier und der erste Teil bisher immer
Ja, und da sehen wir es auch schon, das Opfer. Ich glaube, Wieso ne, er? weil wir mit ihm in letzter Zeit mehr zu tun hatten als sonst. Und es war bisher immer so in den Spielen, dass man, dass die Person als nächstes gestorben ist, mit der man mehr zu tun hatte. Das war bei Ibuki so, das war bei Hyoko so, beziehungsweise es wäre bei Hyoko so gewesen, wenn ich das Event getriggert hätte. Es wäre bei Mahiro gewesen, wenn ich das Event getriggert hätte. Byakuya war so, weil mit dem hatten wir am Anfang ja auch mehr zu tun als normalerweise. Deswegen glaube ich, Nekomaru ist der Nächste. Ich weiß nicht, wer der Mörder ist, aber Nekomaru ist zu 99% das nächste Opfer. Vor allem auch hier mit diesem Zinnmann und so, diesen Zinnmann zerteilen. Das kommt ja auch noch hinzu. Darauf muss man mal achten. Das ist mir zuvor nie wirklich aufgefallen, aber wenn man sich mehrere Parts oder... Oh, wenn man sich's anguckt, dann merkt man's. Dass du in diesem Raum schlafen kannst. Oh je. Hallo Sonja. Ah, ich entschuldige mich. Ich. Achso, sie hat hier nicht in die Ins Ferne. Leere geschaut. Ja, in die Ferne schauen, wollte ich fast sagen. Aber, ja, ich habe wohl ins Leere geschaut. Löcher in die Luft starren, das war das Wort. Ja, ich werde natürlich mit ihr abhängen, weil Kazuichi mag mich ja aktuell nicht. Ja, lass uns reden über irgendetwas. Willst du mir wieder irgendwelche Sachen über dein Heimatland sagen? Ich habe Zeit heute verbracht. Ich habe heute Zeit mit Sonja verbracht. Wir haben nicht viel gesagt. Sie sah so aus, als ob sie nicht wirklich Kraft hätte, irgendwas zu sagen oder sich zu unterhalten. Ja, ich verdiene es nicht, aber Sonja liebt mich hoffentlich. Wobei, dann gehe ich Ibuki fremd, aber die lebt ja leider nicht mehr. Du wolltest. Kugelhupf haben wir nicht mehr. Die Hose, die Jean. Gucken wir mal. Ja. Hier, Jeans-Ansammlung. Ja. Ich glaube, das ist ein neuer Text. Hajime, da gibt es etwas, das ich dich heute fragen möchte. Klar, was? Sch. Senke deine Stimme. Okay, wir wissen nicht, wer hier uns gerade belauschen könnte. Nun gut, komm näher. Kein Grund zur Sorge. Als Sonja das sagte. Sie ging auf mich zu, Schritt für Schritt. Ne, Moment. Hat mich one step at time. Achso, sie hat nur einen Schritt auf. Sie ist nur einen Schritt auf mich zugegangen, oder? Nein, ein Schritt nach dem anderen heißt das. Also doch, Schritt für Schritt. Wow, sie riecht gut. Oh ne, Hajime, der Perversling. Ne, hat ja nichts mit pervers zu tun. Heute ist auch eine Person an mir vorbeigegangen, die hat aber. Oh, das war die größte Duftwolke aller Zeiten. Die hat man noch 50 Kilometer danach noch gerochen. War aber ein angenehmer Geruch, nicht so wie ein Stinktier. Hajime! Do you happen to... weißt du viel über das Okkulte? Hä? Nein, nicht wirklich. Dann, was ist mit Kulturen? Auch nicht so viel. Ich verstehe. Was? Du bist es nicht würdig? Was sagt sie da? Moment. Das haben wir gleich. Wobei, da würde ich besser zu Sonja passen, weil mit Okkultem habe ich zwar nicht so viel Ahnung, aber mit den Kulturen. Oder Kult an sich. Trügerisch, irreführend, täuschend. Also, du bist sehr trügerisch, oder so in der Art. Ich bin fertig mit dir zu reden. Lass uns von nun an getrennte Wege gehen. Wart mal eine Sekunde.
Wovon in der Welt redest du da? Du bist hoffnungslos. Sie macht jetzt so ein Nagito-Gesicht. Das meint sie. Seitdem ich jetzt zu weit gesegelt bin, sollte ich wohl in den Ozean versinken. Das ist nicht so, wie du es sagen solltest. Ich denke, ich verstehe es, dass es ein verbotenes Interesse für eine Prinzessin ist. Aber ich interessiere mich für die Freimaurerei? Freemasonry heißt doch Freimaurerei, oder? Könnte schon sein, warte mal. Also gegen den Adel, für die Republik, ja, solche Sachen. Ja, Freimaurer. Natürlich gilt mein Interesse, ist mein Interesse rein akademischer Natur. Ich habe kein Verlangen. Sie hat auf jeden Fall kein Verlangen, dass die Freimaurerei die Monarchie ablöst. Aber wenn ich so an die Freimaurerei denke, dann beginnt meine Brust zu schmerzen. Es klingt fast so, als wäre sie in Liebe. Trotzdem. Es sieht so aus, als ob nicht viele Menschen meine Gefühle verstehen. Und deswegen fühle ich mich ein bisschen einsam. Manchmal fühle ich mich so, als könnte ich heulen. Oh ja, ich auch, aber aus anderen Gründen. Und auch wegen Einsamkeit, weil ich hätte auch gern eine süße Freundin an der Seite. Aber das Thema gehört nicht hin. Sonjas Hobbys sind wirklich intensiv. Wie auch immer. Erweitern ist, glaube ich. Mein Wissen zu erweitern. Das Wissen zu erweitern, so wie ich es mache, ist die Pflicht eines jeden Mitglieds einer königlichen Familie. Und deswegen bin ich auch so interessiert an Okkultem, Kulturen und popularen Dramen. Ich glaube, das ist eine Ausrede von ihr. Wenn man es so sieht, dann ergibt es schon irgendwie Sinn, aber... Hajime, bitte denk darüber nach. Moment, stimmst du nicht zu, dass... Oh Gott, Moment, do you not agree that dismissing... stimmst du nicht zu, dass dismissing, also verfehlen, eine... ein anderes Set... Stimmst du nicht zu, dass ein anderes Set nicht zu verfehlen, also nicht zu studieren, also... Oh Gott, wie drücke ich denn das am besten aus? Ich weiß es, aber... Also sprich, dass wenn man nur stur den Kulturen des Landes folgt und sich nicht irgendwie erweitert in andere Richtung, dass das eben Ignoranz ist. Nee, das hat sie nicht direkt gesagt. Sie sagt, stimmst du nicht zu, dass das Ablehnen von verschiedenen Werten durch Ignoranz idiotisch ist? Ja, gut, okay. So habe ich es eigentlich gemeint, aber ich bin ja schlecht, was die Wortwahl angeht. Wie viele dummen Kriege wurden schon auf der Basis von Ignoranz gekämpft? Ja... Aktuell auch wieder, Sonja. Ich glaube, du lebst in unserer Welt. Mein Land ist auch keine Ausnahme. Wir haben viele einzigartige Traditionen, die andere Kulturen wahrlich nicht verstehen würden. Einzigartige Traditionen, das ändert mich. Ich denke, sie hat es zuvor schon mal erwähnt. Makango, oder? Du meinst Makango, richtig? Ja, aber das ist nicht das Einzige. Unser Land hat noch weitere Traditionen.
Ach so, von denen du nicht Bescheid weißt. Und als ein Erwachsener. Hä, was? Musst du dich als ein Skunk verkleiden? Was meint sie da? Atelier, achso, Konsum. Hier, verzehren. Was ist ein Skunk? Ja. Bestimmt wieder so ein Spezialwort von ihrem Land. Okay. Ist wahrscheinlich ein Tier oder so, wie dieses Makango. Ein Skong. Ein Zong. Wie auch immer. Ich denke, meine Generation sollte diese Tradition aufrechterhalten. Des Weiteren. Was? Des Weiteren ist das nett. Purebreed. Ja, Breed geboren. Reinrassig ist, heißt das wahrscheinlich. Reinrassige Makangos und Skunks als ein Symbol von. Achso, sprich, dass reinrassige Makangos und Skunks, dass es nett ist, dass diese als hohes Statussymbol angesehen werden. Oh, Moment. Okay, auf jeden Fall gegen die Tierrechte. Es ging dem Geist der Tierrechte, aber. Angenommen, sie. Nein, Auktion. Also Versteigerung. Weißt, was eine Auktion ist. Ja, Versteigerung. Ja, versteigern. Ja, sie an den Höchstbietenden zu versteigern, ist gegen den Geist der. Tierkonversion. Gegen die Tierschutzrechte, meint sie. Oder ist mit Konversation. Nee, wirklich... Es ist nicht Konversation, es ist Conservation, aber ja. Also, es ist Tierschutzrecht. Ja. Warte, das sind Tiere? Aber wir müssen diese Tradition nicht komplett beenden. Wir müssen einfach nur neue Makangos und Skunks finden. Einen neuen Nutzen für sie finden. Okay, Moment. Sie wachsen, wenn sie Angst haben, und sie schrumpfen, wenn sie wütend sind. Ich plane, ihre Energie zu diesem Zwecke freizusetzen. Moment. Die meint aber nicht Kugelfische, oder? Kugelfische können wachsen und schrumpfen, aber die machen das nicht, wenn sie Angst haben oder wütend sind. Die machen das bei Gefahr. Du hast komische Tiere in deinem Land, Sonja. Und ihr Wissen zu nutzen, und das Wissen der Vergangenheit zu nutzen, sollten wir neue Energieressourcen aus alten Traditionen gewinnen. Warte mal. Haben seltsame Tiere. Also, existieren so seltsame Tiere wirklich in deinem Land? Ich verstehe, dass das vielleicht ein schwerer Pfad wird. Ein schwieriger Pfad. Wie auch immer. Ich sollte ihn nachgehen, verfüllen. Was auch immer es kosten mag. Also, die Leute auf den richtigen Weg zu führen, ist die Aufgabe eines jeden Herrschers. Ihre Menschen müssen glauben, dass sie eine wundervolle Prinzessin ist, wenn sie so über sie denkt. Ich denke, das ist auch wahr, aber in meinen Augen, Sonja und das Novoselic-Königreich sind einfach voller Mysterien. Nach etwas... Bridging, Brücken. Ja, aber wie kann man das Wort noch verwenden? Überbrückung? Überwinden. Also, nachdem wir unsere kulturellen
Unterschiede ein bisschen überwunden haben, bin ich in mein Zimmer zurückgegangen. Und da links oben sieht man es schon wieder. Ja, tschüss. Jedes Mal. Was machst du da? Es gibt immer noch ein bisschen Zeit, um frei herumzurennen. Aber was soll ich tun? Sonja! Hallo, Chiaki. Ich könnte dich zwar auch anreden, aber dann wird Osoma mich killen, weil ich sein Bestgirl abschleppe. Außerdem muss ich Sonja hochpushen. Ich weiß gar nicht, wie hoch ich bei ihr jetzt schon bin. Sie hängt einfach nur faul in ihrem Zimmer rum die ganze Zeit. Ah. Ja, Kazuichi brauche ich noch eins und Sonja noch zwei. Warum bist du tot? Warum? Egal. So musst du das Tamtam hier wenigstens nicht durchmachen. Ah, Hajime. Hast du vielleicht Geschäfte mit mir? Ja, ich habe Geschäfte mit dir. Du hast recht. Es wäre vielleicht gut zu reden. So kann ich vielleicht meine Gedanken sortieren. Ich habe heute halt mit Sonja verbracht. Einfach nichts Bedeutendes. So. 21 waren es, glaube ich, die Hosen. Ja. Ein weiteres Paar für dich. Du musst schon einen ganzen Kleiderschrank voll haben. Ist das wirklich in Ordnung, dass ich so ein wundervolles Geschenk akzeptieren kann? Ah, ich dampfe schon wieder. Oh, meine Körpertemperatur ist so hoch. Danke vielmals, Hajime. Du bist ja happy. Das kenne ich schon. Nun, was sollten wir heute diskutieren? Okay, was? Ich möchte die Freundschaft zwischen Männern und Frauen diskutieren, also wie sie in Light My Heart with Fire dargestellt wird. Ist irgendwas passiert? Wie kannst du bloß so ruhig sein? Du bist in die ganze Sache hineingezogen worden, diese schreckliche Situation jetzt schon so lange Zeit. Also, wie kannst du so ein, ja, so eine unveränderte Attitude, ich vergesse es jedes Mal, Ausstrahlung, Einstellung? Was heißt denn Attitude? Bist du auch da? Ja, ich würde so Einstellung sagen. Und ja, es geht mir jedes Mal auf den Sack, wenn ich antworte und du dann im nächsten Moment sagst, was heißt denn das? Und ich gemerkt habe, ich habe mich wieder auf Discord entmutet und nicht auf Skype. Ja. Geht nun mal leid, wenn ich anders. Ich würde ja auch lieber Discord nutzen, aber da wird's asynchron wie Hölle. Leider. Denkst du vielleicht, ich wäre eine kalte Frau? Also kaltherzig oder gefühlskalt. Hä? Es ist schon in Ordnung. Ich verstehe es. Weil. Also, ich sehe etwas, was alle anderen eben nicht sehen können. Tote Menschen. Was ist das? Destiny heißt Bestimmung oder Schicksal. Schicksal heißt es, glaube ich, oder? Ja, Schicksal. Schicksal. Ich kann es nicht erlauben, unter irgendwelchen Umständen, dass weitergetötet wird. Die Leben von Menschen sind verbunden mit dem Schicksal. Nur weil wir. Was heißt. Okay. To make an effort. Ich weiß nicht, was das heißt. Nur weil wir Gefahr abwenden müssen, heißt das nicht, dass wir nicht das Schicksal verteidigen können? Nur weil wir uns Mühe geben, Gefahr zu verhindern, bedeutet das nicht, dass wir das Schicksal abwenden können. Also. Ja, der dritte Teil wird lustig, wenn du ihn bei mir anguckst. Ich werde 3 Millionen Sprachfehler haben. Sehe ich jetzt schon.
Zumindest wenn da so Figuren wie Sonja und Gundam vorkommen, dann erst recht. Abgesehen davon, mein Leben, ja, ist für mein Land und für meine und für seine Leute. Wenn ich schon sterbe, dann aus keinem anderen Grund als zum Wohle meines Landes und meiner Leute. Wenn ich hier sterbe, dann wäre es also meaningful, ja, dann wäre es bedeutsam für mein Land und für meine Leute. Also fürchte ich den Tod nicht. Klingt irgendwie böse. Der Moment, in dem ich in so eine königliche Familie reingeboren wurde, war ich dazu bestimmt, keinen bedeutungslosen Tod zu sterben. Was sie sagt, das ist so ein Kontrast zu mir. Das sind die Worte von jemandem, der in einer komplett anderen Welt lebt, als wie die, von der ich komme. Nun, ich denke, es ergibt alles Sinn. Du bist wirklich eine Prinzessin. Ja, seit dem Tag, an dem ich geboren wurde. Außerdem... Oh, das ist nicht... Ja, mein erster Kontakt mit dem Tod. Weil die königliche Familie schon so... Ja, Government, also, dass sie schon so lange, so viele Jahre Macht hat... Was? Coup d'etat. Was heißt das? Putschversuch. Das ist bloß ein anderes Wort dafür. Genauso wie Déjà-vu. Achso, Putschversuche und Terrorismus sind in unserem Land ja auch vorhanden. Ich auch. Achso. Ich wurde bereits zweimal entführt von Insurgents, Rebellen? Ich glaube, Rebellen heißt das. Die wurde bereits zweimal von Rebellen in der Vergangenheit entführt. Insurgents. Ausländern. So, Ausländer. Entführt? Wenn ich meine Furcht zeige, dann würde das die Leute mit Verzweiflung füllen. Und deswegen muss ich still auf die Rettung still darauf warten, bis ich gerettet werde. Ich dachte, diese Situation wäre einfacher. Weil ich Furcht fühlen kann, bevor sie sich ändert. For a change. Also for a change hast du, glaube ich, wechseln. Weil ich zum Abwechslung mal Furcht fühlen kann. Ach so. Ja, das heißt Zivilfurcht fühlen. Was bist du für ein Mädel? Ja, eine Prinzessin, da muss ich nicht blöd fragen, aber... Du hast doch nicht... Du hast erwartet, ein Kuh... Hast du etwa erwartet, so ein Kuh zu erleben, ohne Furcht zu fühlen? Ich weiß, du bist eine Prinzessin und so weiter, aber trotzdem. Wenn ich in meinem Land bin, dann bin ich eine Prinzessin, bevor ich eine Person bin. Ja, dann bin ich erst eine Prinzessin, bevor ich eine Person bin. Ja, das stimmt schon, aber... Und deswegen habe ich mich wirklich darauf gefreut, hier als Besucher zu sein. Ich dachte, wenn ich nach Japan komme, könnte ich ein ganz normales Mädchen sein. Aber im Endeffekt, egal wohin ich gehe, ich bin nichts weiter als eine Prinzessin. Als ob eine Prinzessin sowas Wertloses wäre. Genau jetzt habe ich begriffen, dass Sonjas Hände anfangen zu zittern. Natürlich hat sie Angst. Es gibt keine Möglichkeit, wie sie keine hätte. Sie ist einfach... Sie ist... Nö. Also sie ist gut darin, es zu verstecken. Aber selbst wenn,
bist immer noch ein ganz normales Mädchen für mich. Ich meine, du bist kein... Achso, ich bin kein Zivilist deines Landes. Und ich bin nicht mal einer deiner Vasallen. Wir sind wohl Bewohner, nicht Zivilist. Ja, Bewohner, meine ich ja. Also... Also wenn es nach mir geht und den anderen, dann bist du unsere Klassenkameradin. Du bist einfach nur ein ganz gewöhnliches Mädchen. Du musst es nicht so hart versuchen. Hajime, danke. Ja, ich konnte sie immer noch nicht daran hindern, dass ihre Hände zittern. Aber wir verstehen uns jetzt definitiv noch besser. Zu viel steht fest. Jetzt fehlt mir mal eins. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass sie nicht stirbt. Oder sagen wir es mal so. Ich hoffe einfach mal, dass sie nicht die Mörderin ist. Aber nach der Konversation glaube ich, um ehrlich zu sein, nicht mehr. Aber es kann ja alles passieren. Wer weiß, was bei den anderen als letzte Worte kommen würden. Nachdem ich mit ihr eine Weile geredet habe, haben sich meine und Sonjas Wege getrennt und wir sind wieder zurück in unseren Zimmern. Das hat keinen Sinn. Ich denke, ich habe mein Limit erreicht. Ich bin hungrig. Okay, das klingt jetzt nach Ibuki irgendwie. Ich habe den Ibuki-Geist, ich bin hungrig, 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 hungrig. Ja, und so weiter. Wenn das so weitergeht, werde ich, bevor ich sterbe, oder dann werde ich sterben. Ah. Was denke ich da? Was denke ich danach? Nein. Wenn ich hier noch weiter in diesem Ort gefangen bleibe, dann werde ich noch ernsthaft verrückt. Ausgang. Ich muss einen Ausgang finden. Wo ist der? Wo ist der Ausgang? Verdammt, wo ist der? Wo zum Scheiß ist der Ausgang? Das hatten wir ja schon, oder? Ja. Okay. Ja. Das ist es. Das ist der einzige Ort. Niemand ist da seitdem reingegangen. Dieses lebensbedrohliche Spiel ist nur eine weitere von Monokumas Lügen. Es ist möglich, dass da der Ausgang auf der anderen Seite der Tür ist. Das stimmt, das ist definitiv, dann ich sollte gehen. Ich sollte in den Final Dead Room gehen. Ich habe nur noch geringe Energie übrig. Ich kann nicht mal mehr wirklich rennen. Oh, er kann ja wirklich nicht mehr so rennen. Nun gut, dann werden wir aber hier einen Schnitt machen. Das war Danganronpa 2, Goodbye Despair. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch. Ciao.